Und da wundern die sich, dass sie schlechte Kritiken gekriegt haben. Mich wundert gar nichts mehr hier. So. Drecksspiel. Ach, danke. Endlich hat das begriffen. So, runter jetzt. Ach, gut, dass der Qualm nicht durch geschlossene Türen kommt. Halleluja, Leute. Meine Güte, ich habe das bestimmt geschnitten. Weil es einfach total nervig ist. Aha, aha. Gut, weiter geht's. Ich erinnere mich an diese Stelle. Kann ich hier nicht wieder die Tür zumachen? Ich möchte bitte die Tür zumachen. Machst du bitte die Tür zu? Danke. So, oh Gott, wie war die Reihenfolge nochmal? Puh, ich weiß es gerade nicht mehr. Die kleine Spinne mit dem Kackschippchen wird sich ja jetzt wohl gleich umdrehen. Und jetzt mache ich einfach was so aus Langeweile. So. Ich habe nämlich jetzt nicht mehr so viel Angst vor diesem Vieh. Hoppa! Weil ich weiß, dass das gar nicht so schlimm ist. Nein, was ist denn jetzt passiert? Ach, oder ist es doch schlimm? Ach, Mann. Ich kann auch erst oben den Schalter, glaube ich, aufmachen. Na? Na, komm schon. Asa. Aha. Aber wenn ich so nah an die rangehe, dann... Ach, ich weiß auch nicht. Eigentlich müsste ich die ja dann... Ich versuch's mal. Nein, in die falsche Richtung, du Keks. Komm jetzt drück. Greif mich normal an. Greif mich normal an. Komm, greif mich normal an. Nein, nicht nach dahin. Greif mich normal an. Spinne. Zu doof, ehrlich. So, jetzt hat er mich da aus den Augen verloren, oder? Jetzt sucht die und sieht mich nicht. Jetzt läuft die da gleich her. So, das ist fein. Jetzt hat sie mich wieder gesehen. Oh, das war wohl verkehrt. Das war der verkehrte Schalter. Oh, das Level ist so nervig, Leute. Ich will nicht mehr. Das ist so ein drecksnerviges Level. So ein drecksnerviges Level. Ich weiß auch nicht, welche Reihenfolge richtig ist. Und ich springe einfach mal ganz blöd hier. Ich sehe es schon. Ich könnte die Spinne auch da unten hinlocken und dann einfach die Tür zu machen. Hopp. So, machen wir dann zuerst mal den Hebel hier. So. Den Hebel.
Oh, das war vielleicht. Komm nochmal. So, jetzt schnell weg hier. Schnell, schnell, mach den Nebel zu. Ha! I'm so schlau. So, was muss ich denn jetzt machen? Wenn ich hier die Tür jetzt aufmache, dann ist das ja schlecht. Also der Hebel, der bewirkt gar nichts. Der bewirkt nur, dass da oben die Tür zu der Spinne aufgeht. Das möchten wir ja nicht. Ich drücke jetzt, glaube ich, hier nochmal den Hebel. Dann müsste hier wieder leer sein. Gut, das war dann, glaube ich, richtig, oder? Werden wir ja jetzt sehen. Hier bestimmt auch wieder Qualm raus. Okay, das war schlecht. Da kommt nämlich Qualm raus dann. Ja gut, mit einer Spinne komme ich, glaube ich, klar, falls die mich sieht. Okay, also hier, der Hebel da oben macht die Tür auf, da ist aber Qualm drin, das wäre jetzt schlecht. Du springst erstmal daneben, das ist natürlich doof für dich jetzt. Wenn ich den Hebel jetzt betätige, dann so, hau ab. Gibt es da auch noch einen Hebel, oder? Ich hüpfe jetzt einfach mal hier weiter. Ich guck mal, wo ich hier... Wow! Ich dachte schon, das wäre es für mich geschehen. Bis wohin geht das denn? Ich habe das doch genau gesehen, bis wohin geht das? Das denn machen? Okay, man könnte es schaffen. Ich versuch's einfach mal. Okay, ich versuch's nach dem nächsten nochmal. Hä, wie soll ich das denn machen? Komme ich ja nirgendwo ran. Okay, drückt mir die Daumen. So, und jetzt? Habe ich jetzt davon? Was ist das denn hier? Ja, kann ich das irgendwo benutzen? Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall eine Waffe. Das ist doch schon mal schön. Jetzt muss ich hier nur wieder in einem Stück runterkommen. Platsch, war ja klar. Scheiße. Ja, aber ich starte wenigstens hier oben und kriege meine Waffe. Kann ich da nicht irgendwie... Wie haue ich denn damit zu? Ah! Cool, ich kann ausholen und... So wird ein, kommt ein da Qualm jetzt hin. Bin ich jetzt gleich tot? Platsch. Och, Mensch, Archer. Wie soll ich denn da sonst runterkommen? Muss ja eigentlich so, oder? Ne? Hallo, halt dich doch an dem Ding fest. Ist doch sonst nicht so hohl. Ich glaub's doch. Ehrlich. Bringt ja nichts, wenn ich hier drauf haue. Macht er ja nicht. Wieso kommt denn da jetzt Qualm? Das macht mich so ein bisschen unruhig. Ah, gut. Komm, spring. Ah, sehr gut. So. Jetzt können wir nämlich der Spinne das Fürchten lehren, wenn wir uns nicht in den Tod stürzen würden. Das ist sehr schade. Bin ich auch noch so verrückt und so, sehr gut. Sehr gut. Wenn die Spinne da jetzt mal abhauen würde, krabbel dann noch mal ein paar Schritte nach vorne. Sehr schön, meine Liebe, sehr schön. So.
So. So. Und da bin ich ja gekommen. Ich hoffe mal nicht, dass der Qualm mir jetzt hinterherkommt. So. Von wo kommst du? Mann, wie soll das funktionieren? Hallo? Okay, egal. Ah, oh, jetzt hat sie mich wieder gesehen. Yay! Ich hab's irgendwie geschafft. Ich weiß auch nicht wie, aber ich hab's geschafft. So. Nee, Klicker. Schalter drücken. Oh! Ganz schlechte Idee. Hä? Ach! Moment, nee. Hä? Muss ich da jetzt hin? Ich dachte, hier wäre noch irgendwie ein Schalter. Muss ich da irgendwie was frei haben? Hier vielleicht so? Nee. Hä? Okay, ich gehe nochmal nach oben. Vielleicht müsste ich ja gar nicht wieder runter. Hm. Hüpf. Nein. Ach, Atscha. Naja, wenigstens starte ich dann wahrscheinlich wieder da oben. Sehr gut. So. Ja, und jetzt? Hm, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, Leute. Ehrlich nicht. Gibt's ja gar nicht. Irgendwo, wo ich muss was... Irgendwo muss ich was freihacken. Ich weiß nur nicht, wo... Ja, komm. So, jetzt schnell. Och, Mann, Atscha! Stell dich nicht so an! Du musstest dich da mittlerweile mal abräumen können, oder? Oh, Männer. So, dann sind wir halt wieder hier. Hier kann ich nichts tun. Nee. Da kann ich nichts tun, du. Hopp. Hm. Vielleicht, Moment, wenn ich das hier aufmache. Ich muss da. Ah, Moment. Okay, das könnte natürlich durchaus sein. Dass ich hier noch jetzt was umstellen muss. Also die oben nicht. Ah, jetzt weiß ich, glaube ich. Moment. Ich glaube, den Schalter oben rechts. Wenn ich mich recht erinnere. Jetzt habe ich jetzt ein Hackebeinchen. Das ist schön. So, mal testen. Ah, sehr gut. Ich glaube, das war richtig. Komm, schmeiß sie weg. Jetzt verarschen? Oh, das gibt's doch nicht.